An diesem Tag ist alles anders. An der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen bei Bern. Kein Mensch in der Cafeteria. Niemand im Flur. Keine Seele im Unterricht. Denn alle sind hier. Sie wollen zum Casting in die Aula. Sie wollen Studentin oder Student des Jahres werden. Wer ist wiff genug? Wer ist geschickt genug? Wer ist clever genug, um das ausgeklügelte Casting zu meistern? Wer schafft es, vor der erbarmungslosen Jury der Direktion zu bestehen? Nach stundenlangem Casting hat die Jury drei Finalistinnen und Finalisten bestimmt. Da wäre einmal Martin, der Agronomiestudent. Rosalie studiert Forstwirtschaft und Miriam Lebensmitteltechnologie. Damit der Wettkampf schwierig wird, müssen die Finalistinnen ihre Studienrichtungen tauschen. Wir schicken sie zur Bewährungsprobe in andere Fachgebiete. Fies, nicht? Den gilt es zu gewinnen. Und jetzt geht's los. Zum Angewöhnen wie vor dem Studium, zuerst ab ins Berufspraktikum. Gruppe rausnehmen, das ist wie eine Kindersicherung, also das Kind kann anlassen. Rosalie, die welsche Forststudentin, vor ihrer ersten Hürde beim Bauern. Et voilà, très bien. Mit Bravour gemeistert. Und wie metzgert sich Martin, der angehende Landwirt im Lebensmittelbetrieb? In der Käserei fühlt er sich, wie es scheint, pudelwohl. Test bestanden. Und auch Lebensmitteltechnologin Miriam schlägt sich wacker im Wald. Unter fachkundiger Anleitung. Bis die Späne fliegen. Wie ein Profi. Hat da jemand heimlich geübt? Rosalie im Praxistest. Hat Probleme. Martin beim Käsen. Ihm gefällt's. Und Miriam? Bestnote. Hier ist eben noch nicht fertig. Es kann auch sein. Die echten Schwierigkeiten, liebe Finalistinnen, lieber Finalist, die wirklichen Klippen des Studiums, warten in den Vorlesungen auf euch. Ohne Theoriebüffeln kommt ihr nicht durch. Ketose ins Spiel. Tierphysiologie. Ça va, Rosalie? Und bei Martin in der Arbeitsgruppe Innovationsmodul? Theorie und Basiswissen à la carte. Da staunt der Bauer, was man im Lebensmittelmanagement alles wissen muss. Nicht wahr? On peut toujours double-cliquer, hein, ici ou bien bouton droit.
Dafür läuft sie im Unterricht bei der Forstwirtschaft bestens. Würde man meinen. Möglicherweise ist das alles aber gar nicht so einfach für eine Food-Spezialistin und auf Französisch. Gell, Miriam? Anspruchsvolle Theorie. Pour elle, Rosalie. Für Martin und Miriam. Zum Glück gibt's auch noch den Unterricht im Wald. Praxisbezug wird an dieser Schule eben groß geschrieben. Zum Beispiel hat an dem Bäumchen hier ein Reh genascht. Im Labor kommt's aufs richtige Fingerspitzengefühl an. Titrieren ist angesagt. Hier oben geben wird, wie viel Sie verbraucht haben. Also Sie können jetzt das langsam vorsichtig reinlaufen lassen und Sie werden dann gleich sehen, wie es einen Farbumschlag geben wird. Langsam. Für Martin auch auf fremdem Fachterrain kein Problem. Deshalb gleich weiter in die nächste Unterrichtseinheit. Degustation im Sensoriklabor. Ziemlich professionell geht's hier zu und her. Nicht schlecht, der Praxisbezug bei Food Science. Derweil macht sich Rosalie ans wissenschaftlich korrekte Messen der Grasmenge mit dem Rising Plate Meter. Und viel Rhythmus. Oui, c'est ça. Und selbst richtige Schweinereien schrecken die angehende Forstingenieurin nicht ab. Verhaltensstudien im Stall. Der strenge Geruch ist die eigentliche Herausforderung. Miriam im Forst. Martin im Labor. Und Rosalie im Stall. Da stellt sich nun die Frage, wer hat's geschafft? Wer hat den Final gewonnen? Sich im fremden Fach am besten bewährt? Wer wird Student, Studentin des Jahres? Sie alle. Alle drei haben Einsatz, Geschick und Durchhaltewillen bewiesen. Vor allem aber gewinnen sie, weil sie, wie die Erfahrung zeigt, kurz nach dem Studium bereits einen Job haben werden. Klar, in ihrem angestammten Fach. Rosalie zum Beispiel wirkt als Kreisförsterin. Es geht heute darum, dass wir uns entscheiden, ob wir uns... Miriam arbeitet nach ihrer Ausbildung in Lebensmitteltechnologie in der Marketingabteilung eines internationalen Nahrungsmittelkonzerns. Oder weil wir dann die semitransparente Art... Hier sieht man, die Pizza hat ungebacken, ist dementsprechend etwas fade. Und was macht Agronom Martin mit seinem Bachelor? Er berät als Spezialist für Tierernährung die Landwirte in der Region Bern. Gegenüber dem haben wir wenig Probleme mit den Konzentrationen. Kurzum, das Studium an der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft in Zollikofen ist beim besten Willen kein Spaziergang. Dafür aber wirklich vielversprechend. Die SHL für Leute mit Zukunft.